Und Sarah, vielen Dank. Aus dem Verwaltungsbüro. Und Herr Rosa. Hi. Nochmal ein Konkurrent. Ja, Konkurrent. Morgen, ja. Das ist ein guter Maß für mich. Hey, was ist das? Elektromassage? Ja, ist gut. Ist gut, ja? Ja. Fahrerinnen und Fahrer, es sind jetzt noch etwa 12 Minuten bis zum Start und ich darf auch Herrn Rosa, den Bürgermeister von Wolfach, hier ganz herzlich begrüßen und den Herrn Regierungspräsidenten, Herrn Württemberger. Schön, dass Sie hier sind. Ach, möchte ich noch einmal fragen, liebe Wolfacher, liebe... Geht das noch lauter? Geht das noch ein bisschen lauter? In Gelb, dem Franzosen vom Team Bulls. 20 Sekunden noch bis zum Start und das geht noch lauter, ich bin mir sicher. Geht das noch lauter? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Scharfer Start hier in Wolfach zu dieser 14. Etappe. Die kürzeste, aber mit 2300 Höhenmeter sicherlich nicht die leichteste des diesjährigen VD Trans-Schwarzwald. Immer wieder ein tolles Bild, diese Schlange zu nehmen. Von Fahrerinnen und Fahrern jetzt schon zum vierten Mal morgens auf eine...
Du? Wie die arme Mantel. Ja. Guten Tag. Hey. Wir machen eine Rennstrecke. Ein bisschen Tempo, eh? Ja. So wollen wir erst dran. Hallo. Hi. Hi. Hey, good job. Ja. Stahl, wie im Ziel. Hallo. Dass du noch Zeit hast zum Filmen. Hey. Ich möchte doch nicht die. Oh, ich habe noch Zeit zum Filmen. Ja. Wat waren we dan altijd? Hè? Oh, die trappen. Dat is dat was nog dood. Mijn beentjes zijn kapot ervan. De rest is wel een pittige rit. Wat is? Pittige rit. Oh, links op. Links, cameraman. Links, links. Ah, ja. Juist die trappen lopen, dat was een beetje moeilijk, hè? Ik ben toch veel te groot en te zwaar voor dit soort dingen, joh. Ja. Du bist ja einer. Hast noch Zeit zum Film? Ja. Hallo. Hallo.